Und das ist mein Lieblingsrestaurant. Hier bin ich relativ häufig. Dem Fettsack schmeckt doch eh alles, gell? Aber ich habe ja auch nur geile Sachen bestellt heute. Leute, ich sage euch was. Ich bin schon wieder so glücklich. Und? Aber wie viel, weißt du? Da kann ich nicht sagen. Ja, guck mal, so läuft das. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht heute nichts. Wir sind in meiner Heimatstadt. Viele von euch denken ja, das ist Frankfurt. Es ist eigentlich auch Frankfurt. Da ist das Herz, aber wohnen tue ich hier in Itzstein. Und da ich nicht immer nach Frankfurt fahren möchte, um Abend zu essen, was ich trotzdem relativ häufig tue, und ihr wisst, dass ich der asiatischen Küche verfallen bin, habe ich mir natürlich eine Dépendance in Itzstein suchen müssen. Und das ist hier das Golden Lotus, und da stehen wir gerade davor. Und ich sage euch, wie es ist, hier bin ich seit, lasst mich nicht übertreiben, aber knapp 30 Jahren zu Gast. Ne? Hier war ich schon als junger Bub. Und das ist mein Lieblingsrestaurant, hier bin ich relativ häufig. Und ich möchte euch heute mal zeigen, wie cool es hier zugeht. Und nein, ist keine Gefälligkeit, nein, ist keine Werbung, irgendwie schon. Aber hier bin ich wirklich einmal die Woche. Komm, wir gehen rein. Oh, es ist aber auch immer wieder schön. Ich sitze auch einfach gern hier. Ihr seht ja, der Laden ist doch so über die Jahre so ein bisschen gewachsen. Da ist so ein bisschen Garten draußen dazugekommen und so. Und ey, ich habe gerade beim Reingehen eben noch mal gefragt, wie lang es denn schon wirklich ist. Es ist seit 1987, wenn ich es richtig gehört habe. Das heißt, ich komme hier schon weit über 30 Jahre her. Also ich habe hier als Kind schon gehockt, das weiß ich. Ja, ich mag das einfach. So, hi, hallo Bernd. Mein Herz, geht's dir gut? Ja, danke schön. Guck mal, ich habe gedacht, es ist endlich mal an der Zeit, dass ich heute mal hierher komme. Guck mal, die Leute haben mir schon mal unterstellt, ich würde so Gefallen tun, Werbevideos machen und so weiter. Sag mal ehrlich, ich habe den Leuten draußen gesagt, ich bin eigentlich in der Regel einmal die Woche hier. Kann man schon sagen, oder? Ja, deswegen. Ja, das, ich vermisse dich nicht immer, wenn du mal, wenn ich mal auf Reisen bin. Eineinhalb Wochen nicht da bist. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ihr liefert ja auch tatsächlich hier in Itzstein, ne? Das hat uns über Corona auf jeden Fall auch geholfen. Ja. Und heute ist Buffetabend, gell? Ja, das ist richtig. Immer am Wochenende gibt es Buffet, ne? Genau, Freitag, Samstag und Sonntagabend. Aber trotzdem, wer Bock hat, kann auch à la carte essen, oder? Genau. Freitag, Samstag und Sonntag ist Buffet? Genau, die drei Abende. Alles klar, cool. Mhm. Ich glaube, ich war erst ein einziges Mal zum Buffet essen. Ja, das ist wahr. Ich bin ein à la carte Typ. Und guck mal, sie hat mir direkt was mitgebracht, das ist nämlich die chinesische Karte. Die gibt es nur, wenn man danach fragt, oder? Ja, das ist richtig. Die legst du normalerweise nicht mit raus, ne? Nee. Ja. Jackie, dein Koch ist Chinese, aber er hat natürlich auch, du hast auch so ein paar, ja, wie soll ich sagen, thailändische Spezialitäten mit auf der Karte hinten. Mhm. Ganz einfach, um das breite Spektrum abzudecken. Genau. Ne? Und ich werde jetzt auf jeden Fall diesen runden Tisch, also meine Zuschauer wissen, wenn es einen runden Tisch gibt, ne, dann eskaliert es in der Regel. Ja. Also ich werde ein paar Sachen rausschreiben und dann, weißt kann du schon, ich das selber aufschreiben? Ja. Du willst es selber aufschreiben? Nein, wir waren zusammen. Nee, oder? Okay, wir waren zusammen. Ja. Also eigentlich könntest du den Zettel jedes Mal aufheben vom letzten Mal. Weißt du? Ich weiß schon. Ja. Also Gurkensalat, ja. Aubergine mit Hack. Sehr geil. Weil Admin heute dabei ist an dieser Kamera, ist ein großer Fan von Mapo Tofu. Mhm. Und Leute, ich will nichts hören. Ne? Tofu ist geil. Ja, scharf, Baby. Yeah, yeah, yeah. So, dann brauche ich das Schwein süß-sauer. Schwein mit Shiitake-Pilzen. Ne? Jackie macht mir noch mit diesem geilen den Fisch süß-sauer. Ja, süß-sauer. Ja, ja, ja. Weil ich finde, Schwein süß-sauer ist geil, Fisch süß-sauer auch sehr geil. Ja. Hähnchen mit süß-sauer Soße. Hä? Ja, okay. Dann isst er wieder nur das. Tim hat gerade ein kleines Side-Order von der Seite eingeschmissen. Er möchte nochmal süß-sauer Soße, auch mit Hähnchen. Der deutsche Bub. Der deutsche Bub. Ja. Du weißt, meine Lieblingsente. Ja. Ist eigentlich Kanton, gell? Kantonente. Kanton-Ente. Mhm, mit chinesischem Gemüse. Hast du eigentlich meine Kanton-Soße schon mal probiert, die ich mache? Ich bringe dir das nächste Mal eine mit. Ja. Falls ihr sie noch nicht probiert habt. Ihr könnt das unten in der Videobeschreibung sehen, die Links könnt ihr kaufen. Ist sie noch besser als unsere? Ja. Hüte dich. Krieg ich Ärger. Naja, die ist auch schon gut. Ja. Ja. Und jetzt darfst du dem Jackie noch sagen, er darf sich ein Gericht aussuchen, das er uns noch macht. Weil vielleicht was ich noch nie gegessen habe, was er gerne mag. Okay. Okay, Kinder, ihr werdet sehen, gleich hier Tisch voll mit allen Klassikern, die wir sonst auch bestellen. Super herzliche Leute, Familienbetrieb seit wirklich vielen, vielen Jahren. Renommierte Lage hier in Itzstein, ist geil. Guckt euch an. So sieht mein perfekter Tisch aus. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich lege mich jetzt schon fest,
Ey, ihr wisst, wir waren viel unterwegs. Ich koche viel asiatisch, ich koche viel chinesisch. Ich war in vielen, vielen China-Restaurants. Aber hier komme ich immer wieder gerne her. Und zwar ist es so ein bisschen oldschool, ne? Das fühlt sich einfach gut an für mich. So, ich bin einfach gern hier. Weißt du, das ist ja auch, wenn du so ein Stammlokal hast, das mag man ja auch einfach. Und guck mal, ich habe hier so zwei Sachen vor mir stehen. Timmy, guck mal. Das ist schon immer, seitdem ich ein Kind bin, meine Standardvorspeise. Ne? Ich mag immer diese große Frühlingsrolle und ich mag die klassische Pekingsuppe. Ey, dazu haben wir auch mal ein geiles Rezept gemacht übrigens. Ne? Eins unserer erfolgreichsten Videos. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Da ist es. Und da ist es auch nur, wenn ihr es auf dem Handy oder auf dem Tablet guckt. Ja? Aber ihr könnt trotzdem einen Kommentar schreiben, dass wir es vergessen haben einzublenden. Ist übrigens sowieso eine gute Idee, einen netten Kommentar zu schreiben, Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat bis hierhin. Ja? Wenn ich diese Pekingsuppe esse, immer ein fetter Löffel Sambal. Und dasselbe gilt auch für die Frühlingsrolle. Ja, ich weiß. Sieht wild aus, aber guck mal, zum Beispiel hier bei der Frühlingsrolle ist es so, ich streiche das immer einmal so drüber, weil ich mag das wirklich gerne. So, dann schneide ich das immer. Ey, guck mal, ich habe normalerweise nicht so Rituale, ne, beim Essen, ich sag's euch ehrlich, aber dabei kann ich nicht anders. Und jetzt geht immer ein bisschen Sojasauce drauf. Und hier geht immer noch ein Schlückchen rein und dann habe ich so für mich den perfekten Geschmack. Als ich schon als Kind quasi mit meinem Opa hier so Pekingsuppen gegessen habe, ne, dann habe ich immer gesehen, wie die anderen sich da das scharfe Zeug reingemacht haben. Und dann habe ich mir das da auch reingeballert. Das war natürlich viel zu scharf für mich, aber ich habe so lange gegessen, ich wollte einfach ein Mann sein. Ja, ey, und heute liebe ich das einfach sehr. Und so sieht für mich schon der erste Perfect Bite für so einen Abend aus. Einfach eine schöne frittierte Frühlingsrolle, Sambal oben drauf, bisschen Sojasauce dazu. Die sind immer frisch, immer hausgemacht. Ich habe schon oft versucht, auch mal sowas nachzumachen. Ich gehe da immer zu verkopft dran. Ne? Die schmeckt einfach so, wie sie sein soll für mich. Und hier die Pekingsuppe. Jackie, der Koch, wirklich ein geiler Typ. Der kocht es mit Herz. Ja? Und ich merke sofort, wenn er im Urlaub ist, wenn es jemand anders gekocht hat, sofort merke ich einen Unterschied. Die hier ist für mich perfekt. Die hat alles, was sie braucht. Diese Süße, diese Säure. Da ist auch richtig was drin. Wenn ihr genauso auf Pekingsuppe steht wie ich, habt ihr auch die Möglichkeit, euch hier eine große zu bestellen. Da kriegt ihr so ein Töpfchen, das doppelt so groß ist wie das. Das mache ich tatsächlich auch relativ häufig. Kinders, es ist so, es gibt immer noch so ein, zwei Vorspeisen, die wir uns wirklich gerne dazu bestellen. Eine davon ist dieser chinesische Gurkensalat hier. Und ihr wisst, ich mache selber einen hervorragenden Smash Cucumber Salad. Wir haben auch schon mal einen Short dazu veröffentlicht und so. Und guck mal, wie die einfach sind. Mit schönen Knobi oben drauf, Koriander. Mmh. Der muss für mich immer dabei sein. Den esse ich auch gerne so zwischendrin, einfach mal so ein kaltes Stückchen Gurke. Und dann haben wir hier natürlich was, wo Admin auch der drauf abfährt, ne Admin? Die gute Sesamgarnele. Geil in einem Backteig. Dazu kriegst du eine süß-saure Soße. Ist auf so einem Krabbenchip serviert, den spare ich mir meistens weg. Aber einmal hier kurz gedippt. Ja, und dann hast du was. Naja, still, okay. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Sie dürfen gern. Das ist super, wie die das gemacht haben. Wenn Sie nicht schon gegessen hätten, hätte ich das selbst gerne so. Ja, weil wir haben genug, wie Sie sehen. Ne? Ja, ja. Das muss die Frau Ten uns auch immer machen. Mit mehr, für wie viele Personen ist das so? Also, wissen Sie, das Ding ist ja, gerade im chinesischen oder im asiatischen Bereich, ist es ja so, da ist es nicht wie bei uns in Deutschland, dass man sich hinsetzt, bestellt sein Gericht und isst es dann. Ja? Ja. Sondern man bestellt einfach, jeder bestellt das, was ihm gefällt und dann wird geteilt. Und das sind so diese klassischen Vorspeisen, auf die ich voll abfahre. Ey, und sag euch was, gell? Ich kann diese, ich kann die Frühlingsrolle hier nicht liegen lassen. Wichtig, es gibt ja immer das Schälchen. Ja? Also, ich sage euch was. Wenn wir hier schon so oldschool unterwegs sind, ne? Also ich mache mir immer, eigentlich, also so habe ich es gelernt vor wirklich gefühlt sehr vielen Jahren schon, immer so ein bisschen Reis ins Schälchen und dann hast du ja die Möglichkeit, wenn du an so einem Drehtisch sitzt, ne, dir nach und nach einfach das rauszupicken, wo du Bock drauf hast. Es ist jetzt in Deutschland natürlich immer so ein bisschen anders, so Sharing, weiß ich nicht, die Leute feiern das nicht so hart, aber so wird es ja eigentlich gemacht. Ne? Du nimmst dir immer so ein bisschen was raus, das, wo du gerade Bock drauf hast und dann isst du das mit deinem Reis. Wir müssen dazu sagen, das ist jetzt auch kein klassischer chinesischer Tisch. Hier fehlt einfach noch eine Suppe, hier fehlt eigentlich noch Gemüse. Chinesen denken oft nicht so in fertigen Gerichten wie die wie Deutschen. Ja, also es gibt schon auch so alles einzeln, wie es hier steht, aber Don, berichtige mich, habe ich recht, normalerweise müsste noch Suppe da stehen, ja. Gemüse wäre noch da, oder? Viel Grünes wäre noch da, ja, sicher, sicher. Aber ey, das hier ist zum Beispiel das gebackene Schweinefleisch von der chinesischen Karte. Und ich sage euch was, das kriege ich so
ähnlich hin, aber nie so geil wie das. Ich habe das hier auf der ganzen Welt gegessen. Und Jackie macht es echt immer sehr, sehr geil. Bin ich sehr, sehr happy damit. Wirklich gut. Kommt als nächstes schon eins meiner Lieblingsgerichte. Und zwar bastel ich das immer so ein bisschen um. Das ist die Kantonente. Und wer meinen Content verfolgt, der weiß, dass ich selbst eine Kantonsoße auf den Markt gebracht habe. Ähnlich wie diese hier. Sie hat mich vorhin gefragt, welche schmeckt besser. Meine ist auch gut. Ja? Ich bastle mir das Gericht immer so ein bisschen zusammen. Und zwar mache ich hier unten drunter immer nur Zwiebeln, Chinakohl und Mungobohnenkeimlinge, umgangssprachlich Sojasprossen. Ja? Weil, wenn du das Gemüse hier wirklich einmal richtig krass durch den Wok gezogen hast, entwickelt es eine Power. Es hat so diesen klassischen Geschmack, den du beim Pfannenrühren halt machst, diesen Wok. Hey, ja, das ist das, was ich so sehr mag daran. Und das gepaart mit der geilen, knusprigen Ente obendrauf, gedippt in die Kantonsoße, das ist für mich wirklich immer ein Perfect Bite. Kantonente, tipptopp, wirklich tipptopp. Direkt nebendran das Signature-Dish des Küchenchefs. Jackie macht geile Reisbandnudeln mit Rindfleisch. Ey, kleine Pack-Choice mit drin hier. Tipptopp. Ich sage euch was, ne? Wenn der Küchenchef sagt, das ist mein Signature, dann bestellt es euch auf jeden Fall und probiert es. Weil guckt es euch an, es sieht brutal gut aus. Es ist mit Ei sogar. Guck mal, das Ding ist, es schmeckt so, wie das schmecken muss. So, wie du es nur in einem geilen Wok hinbekommst und mit jahrelanger Erfahrung. Die sind auf dem Punkt, die sind null weich, die schmecken hervorragend. Das sind echt geile Nudeln. Das ist wirklich gutes chinesisches Essen. Ich vergleiche den Laden immer so ein bisschen mit so einem Dorfgasthaus. Ja, ist schön, rustikal, super lecker. Bin einfach gerne hier. Von der chinesischen Karte haben wir den Fisch süß-sauer. Ich krieg den immer im Ganzen dann, ne? Das ganze Fischfilet. Und das sieht auch wirklich brutal geil aus. Und hier gibt es eine Besonderheit. Hier sind tatsächlich immer Gurken mit drin. Ja? Er macht in seiner süß-sauren Soße Gurken mit rein. Und das ist auf jeden Fall was ich noch nicht so oft gesehen habe, aber ich finde es brutal geil. Ja, und dann hast du hier diese großen Stücke vom weißen, festen Fisch. Knusprig in der Süß-Sauer-Soße. Einfach herrlich. Ich lieb's. Es macht so Bock. Die Süß-Sauer ist gut. Die ist mindestens so gut wie meine. Und wenn der Fisch im Ganzen gemacht wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Tim, ist auch dein Favorite normalerweise, gell? Süß-Sauer-Soße hier. Ja, schon. Ja, aber da, bei dir ist Hähnchen, ne? Oder eine scharfe Rindfleischsoße, die beim Rindfleisch ist. Ich weiß nicht. Ja, weißt du, was du meinst. Ja, also auf Sojabasis quasi. Mit Austernsoße und so. Okay, aber das hier ist tatsächlich auch eine Sache, die steht auch auf der chinesischen Karte. Und fehlt nie bei uns. Fehlt nie. Und zwar ist das geschmorter Schweinebauch. Zergeht im Mund. Shiitake. Ja. Schmeckt so geil. Also diese Soße, einfach die perfekte Konsistenz. Immer on point, richtig Umami-Power, auch durch die Shiitake. Wenn ich mich auf drei Gerichte hier beschränken müsste, wäre dieser asiatische Schweinebauch immer mit dabei. Ja. Tim, kann es sein, dass wir hier gerade bei deinem Gericht angekommen sind? Hm? Das war ja auch eigentlich nur für mich wieder. Ist das nicht so ein bisschen basic, sagst du? Ja, basic ist geil. Aber Portion ist krass, muss man ja auch dazu sagen. Ja? Zwei fette Hühnerbrüste. Ja, Preis-Leistung passt immer. Unterm Strich immer saftig. Ich probiere dir mal ein Stückchen weg, ja, Tim? Ja, gut. Guck mal, schöne saftige Hühnerbrust. Ja, auch gedippt, süß-sauer rein. Was dazu, Reis oder Nudeln in der Regel? Reis, immer Reis, gell? Ich bin bei asiatisch immer Reis. Ja, klar, ich eigentlich auch. Ich mag Nudeln extra als Gericht, ne? Es ist auch immer so geil zart, ne? Ich esse jetzt keine zweite Gabel, der guckt mich echt böse an dabei. Ab mir, zeig ihn. Guck mal böse. Jo, und jetzt kommt wieder was, wo Katrin auf jeden Fall voll drauf abfährt. Ihr kennt sie alle. Leider kann sie heute nicht hier sein, sie ist im Urlaub. Aber das ist die Aubergine mit Hack. Es gibt zweimal Aubergine hier auf der Karte. Einmal auch quasi mit Kartoffeln noch mit dabei. Admin, Max, findest du auch geil, gell? Ist ein bisschen schärfer auch tatsächlich. Mhm. Aber hier die Aubergine mit Hack ist wirklich geil. So, wir haben eine gebackene Aubergine. Komm mal, schaut es euch an. Dann haben wir diese wirklich geile, krasse, dunkle Soße dazu, ne? Dann diese duftende Aubergine, einfach ein bisschen Reis und automatisch hast du den Perfect Bite gebastelt. Guckt euch das an. Das sieht so wunderschön aus. Probiert das mal. Ich weiß, dass es keiner von euch jemals bestellt hat. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ey, einfach mal ausprobieren, so eine gebackene Aubergine mit Hack. Ist geil. Haben wir übrigens auch als Video gemacht. Haben wir ein Video dazu? Mhm. Genau so, ne? Das war sehr geil.
Auch dazu gibt es schon ein Video. Kurz dazu. Auch wenn die Soßen sich ähneln, ne? Es ist was ganz anderes. Er kann das wirklich gut. Auch wie er punktuell diesen chinesischen Kochwein einsetzt und so, um diese Spitzen zu erzielen und diese Authentizität mit Five Spice und allem drum und dran. Er hat das wirklich drauf, ne? Also der macht das aus der Hüfte, aus dem Handgelenk. Also der Junge macht das auch schon wirklich lange. Von daher, Topmann, geiler chinesischer Koch, wirklich. Und ich glaube auch immer, das macht ihm sehr viel Spaß für mich zu kochen, weil wir das einfach auch wertschätzen und das einfach auch mal darüber hinausgeht. Ewigst irgendwie gebratene Nudeln mit Hähnchen. Ja, so hat irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, das zu machen. Oder halt gebackenes Hühnerfleisch mit süß-saurer Soße. Ja, ich glaube, der hat auch schon Bock, das manchmal zu machen. Und wenn wir schon bei Bock drauf zu machen sind, guck mal hier, wie geil er einfach heute hier uns noch ein paar Rosen geschnitzt hat. Muss er ja auch nicht machen, ne? So, er hat es für uns heute auch noch die Schwäne gemacht und sowas. Ich meine, das muss er alles nicht machen. Vielen herzlichen Dank dafür und dafür schon mal einen Daumen nach oben geben, ja? Jetzt kommen wir zum Gericht, was tatsächlich kontrovers ist, ne? Armin, dein und meins Favorite auf jeden Fall. Ist immer ganz oben auf der Liste. Das ist so ein Gericht, das darf nicht fehlen. Aber ich bestelle es mir nie, wenn ich alleine bin, weil es mir alleine so der ganze Teller zu scharf wird. Einfach, ja? Weil da ist richtig viel Chili mit drin. Und zwar ist das Mapo Tofu. Ich will nichts hören. Tofu ist geil, wenn er so zubereitet ist und wenn Hackfleisch drauf liegt, dann ist Tofu auf jeden Fall. Dann ist Tofu auf jeden Fall gut essbar. Dazu Löffelchen Reis, glaub mir, Admin der Power. Freust du dich schon, Admin? Mhm. Du kochst es selber manchmal, gell? Ja. Guck mal, dieser schöne große Seidentofu. Das ist echt top. Und ich habe echt so Schiss vor diesen Peperonis, Alter. Bekommst du es zu Hause auch so gut hin wie hier? Nein, ich habe es einmal so nachgekocht gehabt und dann habe ich mir einmal noch. Die fertige Soße geholt, wo du nur machen musst, ein Tofu. Und war geil? Es geht. Nicht so geil wie das, gell? Nicht so geil wie das, aber das selbstgekochte war auch sehr gut. Ja, aber hier so, weißt du, einfach hinsetzen, servieren lassen, ja, ist natürlich schon auch immer cool, ne? Und jetzt kommt eigentlich noch was Admin sich auch immer bestellt. Also, bestellt mal Tofu, das wollte ich damit sagen. Macht das auf jeden Fall. Mapo Tofu, wirklich ein geiles Gericht. Feier ich hart. So, jetzt haben wir hier Meeresfrüchte im Topf. Nehmen drauf liegt, Alter. Muschel. Mmh. Auch ehrlich, falls ihr es wirklich nicht mit Meeresfrüchten habt, ja. Boah. Das ist aber so gut. Hier auch Shiitake mit drin. Die bringen auf jeden Fall einen richtig harten Umami-Boost. Wir haben Kohl mit drin. Ja, Kohl sowieso auch schon krass. Koriander obendrauf. Und dann ist hier mit einem, ja, wie soll ich sagen, mit einem Fischfond gearbeitet. Ja? Und der bringt da so eine Power rein. Da sind auch die geilen Tintenfische mit drin. Davon haben wir auch ein Video gemacht. Ja. Also wir müssten auf jeden Fall mal die asiatischen Tintenfische. Wir haben einfach von allen Gerichten, die es hier gibt. Ja, frittierte Garnelen brauchen. Aber auch zu Recht, ne? Ja. Ja, aber diese frittierten, ich krieg die so nicht hin. Der verrät mir das Rezept für den Teig nicht. Ich sag dir ehrlich, das ist so geil, fluffig, knusprig mit dieser Dings außenrum. Die sind wirklich krass. Aber die haben wir auch gemacht. Sehr, sehr stark. Der hat so eine Power. Ich liebe die wirklich. Die ist jetzt optisch, würdest du sagen, jo, was ist das? Aber Geschmack, Viskosität, das Gesamterlebnis, lieb ich. Dem Fettsack schmeckt doch eh alles, gell? Aber ich habe ja auch nur geile Sachen bestellt heute. Aber guck mal. Und dann bist du so nach dem Fisch perfekt platziert, isst du dir wieder mal ein Stückchen Gurkensalat. Ja? Und da sind wir schon beim letzten angekommen auf diesem Tisch. Ist auf jeden Fall ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Tim, du magst den auch gern, weiß ich. Das ist so, das haben wir ja nachgemacht. Ja, Rindfleisch mit Zwiebeln. Das ist auch Platz 1 meiner asiatischen Gerichte. Ist es so? Ja. Rindfleisch mit Zwiebeln? Ich habe das gekocht, das damals. Okay. Das war ganz krank. War das nicht Beef? Nee, Beef Bulgogi fandst du, glaube ich, auch geil. Ist das Beef Bulgogi? Das ist Rindfleisch mit Zwiebeln und Pilzen haben wir gemacht. Das fandest du aber auch sehr gut, weiß ich. Auf jeden Fall tipptopp. Er hat eine sehr gute Fleischqualität. Er weiß, wie man damit umgeht. Er weiß, wie man zartes Rindfleisch macht. Rindfleisch mit Brokkoli bestellen wir auch manchmal. Ist auch immer sehr, sehr geil. Leute, ich sage euch was. Ich bin schon wieder so glücklich. Und ich freue mich jetzt auch schon drauf, dass das Team hier endlich zuschlagen darf. Habt ihr denn schon alle Bock, ja? Ist das, habt ihr Hunger? Großer Mann, oh, da kommst du auch noch mal aus der Küche. Ein großer Tag heute. Ein großer Tag heute. Ey, das hast du gut gemacht. Ey, ich brauche zwei Sachen von dir. Was du musst ehrlich sein zu mir, okay? Ja. Du musst mir zwei Sachen verraten für die Zukunft, wenn die Kamera aus ist. Ich will wissen, wie machst du diesen Teig? Und ich will wissen, wie machst du diesen Teig? Weil ich kann das selber nicht. Ich habe probiert, geht nicht. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja, ich kann alles, aber das nicht. Verrätst du mir? Das ist nur mit normalem Mehl, Backpulver, Ei und... Aber wie viel, weißt du? Da kann ich nicht sagen. Ja, guck mal, so läuft das. Ja? Betriebsgeheimnis, ja? Deswegen musst du einmal wieder, immer wieder herkommen. Ja. Wir sehen dich so gern. Oder entweder bleibst du einen Tag bei mir in der Küche. Praktikum machen.
Praktikum, ja? Muss mal Chef fragen. Aber wenn ich das alles kann, ne? Ich mache nebenan ein anderes China-Restaurant auf. Oh, dann lieber nicht. Jackie, das war sehr lecker. Das war sehr lecker. Vielen, vielen Dank dafür. Don, das war toll. Ja? Ja, wie immer. Du wirst noch satt, oder, mein Sohn? Ich bestimmt. Ich bestimmt. Aber ja. Ich meine, eigentlich will ich Tim noch sein Hähnchen wegessen. Guck mal. Nein, der wird sauer, können wir nicht machen. Hast du den Salat heute gemacht oder Jackie? Salat, die Chefin gemacht. Mhm. Ich kann das nicht. Ich weiß, du kannst das nicht. Leute, okay, viel Spaß. Danke dir, mein Lieber. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und danke, dass du uns hier gehabt hast. Komm ruhig zu mir. Trau dich. Ich freue mich. Ja? Schön, dass du bei uns warst heute und dass du Kamera alle dabei mitgebracht hatte, ne? Hast. Ja, ja. Ja. Wollen wir den Leuten noch was Nettes sagen? Warum sollen die hierher kommen? Das ist jetzt deine Minute, die du noch hast. Weil es was Gutes zum Essen gibt, das weißt du ja, gell? Ja, das kannst du ja bestätigen, ne? Absolut. Ja. Kommt hierher, die sind seit lange über 30 Jahren hier, Inhaber geführtes Familienunternehmen, ja. Geiler Koch, coole Atmosphäre, nette Leute. Ey, wir sind in Itstein, aber ey, die Nassauische Residenz ist auch mal ein Ausflug wert. Hier haben eine schöne Altstadt, ihr seid quasi am Tor zur Fußgängerzone hier. Man kann sich ein bisschen umgucken. Also kommt hier vorbei, ja? Wir essen jetzt auf. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir einen netten Kommentar, schreibt auf jeden Fall unten was Tolles rein. Da freuen wir uns sehr drüber, insbesondere in Ihre Richtung. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, kostet nichts, schmeckt gut und guckt euch meine anderen Videos an. Vielen herzlichen Dank für alles. Tschüss, macht's gut.